Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lesezwerge. Es ist ganz eindeutig, der Herbst ist da. Stürmisch und regnerisch und kalte Tage. Was macht man da am besten? Richtig, man nimmt sich ein Buch, setzt sich auf das Sofa und los geht's. Genau aus diesem Grund habe ich mich heute mit der lieben Miriam wieder getroffen und gemeinsam quatschen wir ein wenig über neue Bücher in der Bibliothek und Bücher, die neu auf dem Markt erschienen sind. Genau, heute haben wir ganz unterschiedliche Themen. Wir haben Drachen, wir haben einen neuen Roman von Isabel Abedi, wir haben einen Kinderroman, wir haben aber auch ein ganz neues Genre von Cecilia Ahern, was ganz untypisch ist. Außerdem haben wir eine kleine und zarte Liebesgeschichte von Susanna Ernst sowie einen sehr geheimnisvollen Club namens Monday Club und vieles mehr. Wenn ihr also nun neugierig geworden seid, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Genau, und dann fangen wir direkt mal an. Ganz stürmisch, wie es draußen auch ist. Und zwar geht es um so wie die Hoffnung lebt von Susanna Ernst, um eine sehr, sehr zarte Freundschaft, die erst nach und nach aufgebaut wird. Es geht um Katie und Jonah. Katie ist ein Mädchen, die durch einen ganz schlimmen Schicksalsschlag ihre Familie verloren hat und gelangt nun ins Kinderheim. Seitdem schweigt sie und keiner weiß wirklich, was da damals überhaupt passiert ist, bis Jonah in ihr Leben tritt und sie langsam wieder auftaut. Zwischen den beiden entwickelt sich eine sehr zarte und zerbrechliche Freundschaft. Und Susanna Ernst konnte mich schon vor 2 Jahren mit ihrem Schreibstil absolut begeistern. Auch in ihrem zweiten Buch konnte sie mich begeistern. Ebenso, so wie die Hoffnung lebt, steht dem Ganzen nichts nach. Voller Gefühl und schafft sie eine wunderbare Atmosphäre, die man einfach gar nicht mehr vergessen möchte. Eine Atmosphäre, die total ins Herz geht. Zusammen mit den Protagonisten Katie und Jonah kann man dieses Buch einfach nicht mehr weglegen. Es ist einfach nur wunderbar. Genau, und ich hatte vorhin schon bei dir geschnuppert, ich habe geguckt und ich glaube, du hast auch so ein ähnliches Buch, oder? Also so ein bisschen so Familie oder so. Ja, genau. Ich habe sogar mehrere Bücher mitgebracht, die ein bisschen was mit Familie zu tun haben. Mhm. Das erste ist ein Buch, was bei uns im Lesesommer war, Alex Matta und die Reise ins verbotene Land. Und da geht es um Alex, der zwar nicht in einem Kinderheim ist, aber in einem sehr strengen Internat, denn sein Vater hat mehrmals versucht, die Mitte des verbotenen Landes zu betreten, aber die Expeditionen sind alle gescheitert und mittlerweile ist der Vater auch in einem geschlossenen Krankenhaus untergebracht, bricht aber immer wieder aus, um endlich die Mitte des verbotenen Landes zu bereisen. Sein Sohn ist mindestens ebenso skurril wie er selbst. Der ist in diesem Internat vom Orden, vom Schwerte und der Fackel. Und als der Orden dann verlangt, dass über den Gründungstag des Ordens ein ganz toller Schulaufsatz geschrieben wird, da fängt dieser Aufsatz bei Alex mit den Worten an: Der berühmteste Tag in der Geschichte des Ordens vom Schwerte und der Fackel ist der Tag, an dem sich der größte und der kleinste Hund der Welt einmal trafen. Und Alex, der Hundeliebhaber, macht sich dann tatsächlich auch auf zu einer Reise ins verbotene Land, in die Mitte des verbotenen Landes. Und ob er dort ankommt und falls er dort ankommt, was einen tatsächlich in dieser Mitte erwartet, das verrate ich jetzt nicht. Aber das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Ist ein wirklich schöner, lustiger Sprachstil, aber man kommt auch ins Grübeln durchaus, weil noch viel, viel mehr dahinter steckt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Kinderbuch. Und spannend geht es natürlich auch weiter. Ich stelle euch jetzt nun eine Reihe vor, wovon der erste Teil schon vor einer Weile erschienen ist. Band 2 ist auch schon eine Weile her, aber nun im Oktober soll Band 3 erscheinen. Christina Kuhn kennt man vielleicht vom Namen her ein wenig. Und nun ist sie mit ihrer neuen Trilogie Monday Club am Start. In Monday Club geht es um Faye Mason. Faye Mason ist 16 Jahre alt und leidet schon seit Jahren unter schlimmen Schlafkrankheiten. Und sie kann nicht genau realisieren, ob sie jetzt nun schläft oder ob sie in der Realität ist. Das heißt, sie kann es nicht ganz auseinanderhalten. Und da ist auch das Problem an dieser ganzen Geschichte. Denn ihre beste Freundin Amy stirbt bei einem Autounfall. Und
alle sagen, dass Amy tot ist, nur Faye sieht sie kurz danach plötzlich. Und sie weiß nicht, halluziniert sie jetzt oder lebt Amy wirklich? Und dann stellt Faye natürlich auch Fragen, was ist wirklich passiert? Lebt ihre Freundin überhaupt noch? Und was hat dieser mysteriöse Monday Club zu tun? Ja, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das müsste man dann schon selber lesen in diesen wunderbaren Büchern. Und Christina Kuhn hat eine unglaublich fesselnde Art zu erzählen. Eine Art, die man einfach nicht vergessen möchte. Sie schafft damit eine total düstere Atmosphäre, wo man selber nicht mehr weiß, ob man im Wahn ist oder ob man das gerade alles träumt, was da geschildert wird, oder ob man das wirklich erlebt. Und das ist das Besondere an dieser Reihe. Genau, und jetzt soll im Oktober Band 3 erscheinen und ja, mal schauen, ob die Frage nach Amys Tod jetzt aufgeklärt wird oder nicht. Wer weiß. Genau, und so viel zu meiner Reihe. Ich hatte vorhin auch schon gesehen, Isabel Abedin liegt bei dir auch, ne? Ja, liegt bei mir als nächstes auf dem Stapel. Erstmal freue ich mich total auf das neue Buch von Monday Club, auf das neue Buch von Christina Kuhn, denn ich bin ein riesen Christina Kuhn-Fan. Also ich habe das Teil inhaliert, Bände, alle Staffeln, alles hintereinander. Und das Buch von Isabel Abedin, was ich mitgebracht habe, das passt sogar gut zu diesem Thema der Schlaflosigkeit, zu dem Thema des Autounfalltodes, der vielleicht doch keiner war. Denn in Die längste Nacht, da geht es um Vita, deren Eltern einen kleinen Verlag haben, Buchverlag haben, und sie findet kurz vor ihrem Abitur ein Manuskript auf dem Schreibtisch ihres Vaters, das ihren Vater unheimlich aufgeregt hat. Und sie schaut rein und die Sprache berührt sie, die Namen der Orte berühren sie, aber sie kann jetzt an dem Manuskript nichts entdecken, was daran so schlimm wäre, dass ihr Vater fast einen Herzinfarkt bekommen hat. Und sie fährt dann, sie besteht ihr Abitur, fährt dann mit ihren beiden besten Freunden auf eine Europatour, und plötzlich kommen sie in Italien an dem Ort Fiagello vorbei, der auch in dem Manuskript genannt wird. Und sie halten dort an, und in Fiagello, da klärt sich dann die Geschichte aus dem Manuskript, denn Vita hatte, als sie ganz klein war, noch eine ältere Schwester, und die Eltern haben mir immer erzählt, dass ihre ältere Schwester bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, als die Vita selbst erst 4 war, und sie selbst hat kaum noch eine Erinnerung an die Schwester, nur noch vom Erzählen. Und was tatsächlich mit dieser Schwester passiert ist, das klärt sich dann in diesem Ort Fiagello, an den sich die Vita selbst gar nicht mehr erinnern kann, obwohl sie als ganz kleines Kind auch dort gewesen ist. Oh ja, dass Isabel Abedi gut schreibt, das weiß man ja. Vor allem die jungen Zuschauer unter uns, die müssen natürlich ihre Bücher Lola kennen. Und Isabel Abedi ist natürlich auch für ihre Jugendbücher bekannt. Whisper, sage ich dann nur, oder Isola, ganz, ganz tolle Jugendbücher. Und ja, Die längste Nacht klingt wirklich sehr, sehr düster und wirklich spannend. Ja, ist was für die langen Herbstnächte. Ja. Das ist ein tolles Buch für die längsten Herbstnächte. Genau, vor allem von dem Titel her. Das klingt richtig schön. Genau, ich habe auch noch ein Buch für euch, und zwar ist es von der sehr bekannten Autorin C.J. Daugherty. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Und die Autorin ist bekannt durch ihre Reihe Night School. So, nun erscheint also, beziehungsweise nun ist im August ihr neuer Auftakt erschienen zu einer Dilogie, also zu einem Zweiteiler. Und das Buch trägt den Namen Secret Fire. Und Secret Fire beinhaltet die Geschichte zwischen Sascha und Taylor. Sascha und Taylor sind beide komplett unterschiedlich. Also wirklich komplett. Dabei ist es so, dass Sascha ein totaler Draufgänger ist und eigentlich auf den ersten Anblick total unsympathisch. Und Taylor dagegen ist eine Person, die wirklich ein direktes Ziel vor Augen hat, die das auch wirklich schaffen will, die in Oxford an der Uni angenommen werden will, die wirklich ein komplett durchgeplantes Leben hat. Und dann ist es so, dass Taylor Sascha Englisch-Nachhilfe geben muss, und beide sind natürlich nicht so begeistert, und dann stellt sich heraus, dass beide viel mehr verbindet als nur dieser Englischunterricht. Und zwar ist es so, dass Sascha nicht älter werden kann als 18, denn er wurde vor vielen, vielen Jahrhunderten verflucht, beziehungsweise seine Familie, sodass alle Söhne in der Familie sterben müssen an ihrem 18. Geburtstag, und nur Taylor kann ihn da retten. Ob sie das schafft?
Das weiß man natürlich nicht, dazu muss man natürlich die Bücher lesen. Genau, und Band 1 ist jetzt im August erschienen und Band 2 folgt demnächst, hoffentlich. Und dieses Buch ist einfach nur großartig. Zusammen mit diesem unglaublich fesselnden Schreibstil und diesen unglaublich ausdrucksstarken Charakteren ist es einfach nur totale Suchtgefahr. Und das ist das Besondere an diesem Buch. Genau, und natürlich spielt er auch ganz, ganz viele dunkle Magie mit. Also dieses Buch kann man einfach nicht nur nebenbei lesen, man muss da volle Konzentration haben. Und das liebe ich so sehr an diesem Buch. Also kauft es! Nein, ihr müsst es, das ist echt so, echt ein schönes Buch. Genau, und ich glaube, spannend geht es auch weiter, oder? Ja, ich habe auch noch die beiden ersten Bände einer Saga, die insgesamt auf 5 Bände ausgelegt ist. Im Deutschen ist jetzt gerade der 3. Band auch erschienen. Und auch hier ist die Autorin keine Unbekannte, das ist nämlich eine Serie von Julie Kagawa. Und Julie Kagawa ist die Autorin, die auch Plötzlich Fee geschrieben hat. Plötzlich Fee, sicherlich vielen Fantasy-Freunden im Begriff. Und die neuen Feen von Kagawa sind Drachen. Und in der Drachensaga geht es um Ember, die ein Drache ist, aber die Drachen... können sich natürlich im Alltag jetzt nicht mit ihren Klauen und Schwänzen und feuerspuckend bewegen, sondern nehmen im Alltag die Gestalt ganz normaler Menschen an. Und in der Talon-Serie, Talon bedeutet Klauen, das sind wirklich so die Klauen, die Krallen des Drachen. In der Talon-Serie geht es um Ember, die für den Talon-Orden die Menschen als Drache ausspionieren soll, denn der Talon-Orden bekämpft schon ganz lange den St. Georgs-Orden, der sich darum bemüht, die Drachen von dieser Welt zu verbannen, die Drachen auszurotten. Und wie das Leben so spielt, begegnet Ember, das Drachenmädchen, Gerrit, den Drachenjäger. Und für mich war das Faszinierendste an dem ersten Band jetzt, dass ich jetzt gar nicht wusste, zu wem soll man halten, wer ist gut, wer ist böse. Es wird aus der Sicht von Ember gesprochen, es wird aus der Sicht von Gerrit gesprochen und... Ich finde es eine ganz faszinierende Art des Dialogs, Art des Buches, dass man immer wieder die Perspektive des Drachenordens und die Perspektive des Drachentöterordens hat und dann natürlich diese beiden jungen Leute, die beide maskiert als Teenager ihre jeweiligen Orden vertreten und wie kann es anders sein, sich natürlich auch annähern, sich natürlich auch verlieben. Und ob das so funktioniert und wer da letzten Endes die Oberhand behält, da gibt es jetzt 2 Bände in der Bibliothek. Der 3. kommt sicherlich bald, erschienen ist er schon. Ja, Drachen sind die neuen Feen. Ja, Drachen sind die neuen Feen, das passt jetzt vielleicht nicht ganz so zu dem Thema. Man könnte vielleicht eher sagen, Drachen sind die neuen Perfektionisten. Müssen wir mal gucken, ob das so passt. Genau, und zwar geht es mit einem neuen Roman weiter, der jetzt erst kürzlich erschienen ist. Genau, und zwar dürfte Cecilia Ahern dem einen oder anderen etwas sagen. Und zwar ist es eine Autorin, die vor allem in den Liebesgeschichten oder in den Liebesromanen bekannt ist. Vielleicht kennt der ein oder andere den Titel PS, ich liebe dich oder 100 Namen oder so viel mehr. Und nun hat sie ein komplett neues Ufer gewagt. Und nun hat sie sich an ein komplett neues Ufer gewagt, was für sie komplett untypisch ist. Und zwar hat sie sich an das Genre Jugendbuch gewagt, vor allem in dem Bereich Dystopie. Und Dystopie sind ja diese Bücher, die in der Zukunft spielen oder in so einer Wunschzukunft. Und Cecilia Ahern hat sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. In dem neuen Buch von Cecilia Ahern geht es um ein Mädchen, die in einer komplett perfekten Welt lebt. In einer Welt, in der Fehler nicht erlaubt sind. Und dieses Mädchen begeht leider einen solchen Fehler und geht damit in Gefahr, ins Gefängnis zu kommen. Und irgendwie muss sie sich in dieser perfekten Welt durchschlagen. Und ob ihr das gelingt, das müsste man in dem Buch natürlich selber lesen. Die ganze Reihe ist eine zweiteilige Reihe, jetzt im September ist der erste Teil erschienen und im November folgt Band 2. Also wer nun mal gucken möchte, ob der neue Roman für Cecilia Ahern etwas für einen ist, der sollte sich das Buch unbedingt mal genauer anschauen. Genau, das war's von meiner Seite. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Ja, also klingt auch toll, das Buch von der Cecilia Ahern.
so ein bisschen ja wie, wie Pretty und Ugly. Ja, da geht es ja auch um diese Welt, in der man ganz perfekt sein soll, in der man ganz perfekt aussehen soll. Das wäre vielleicht, wenn man schon Band 1 gelesen hat jetzt im September und noch wartet, bis es November wird, bis Band 2 kommt, könnte man vielleicht bei uns in der Bibliothek eben mal in die erste Etage, in die Jugendabteilung gehen und da dann auch unsere Dystopien, unter anderem die Serie um Pretty und Ugly, wo es ums Aussehen geht, das fehlerlos, makellos sein soll, als kleines Zwischendurch-Häppchen lesen bis zum November, bis dann der zweite Band von der Flawed and Perfect, ne? Genau, ja. Flawed and Perfect. Bevor richtig. Perfect rauskommt, kann man bei uns dann noch mit Pretty und Ugly weitermachen. Genau, auf jeden Fall auch eine sehr zu empfehlende Reihe. Spannend bis zum Ende. Genau, das war's auch schon wieder von unserer herbstlichen und stürmischen Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann bleibt nicht dran, sondern schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Lesezwerge, es wird gelesen.